Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. So, wir sind hier schön in einem Dorf im Letzhafen. Und die Nordstraße. Wir sollen ja auch nach Norden. Würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal da lang. Aber nicht ohne die Spinne. So, wir müssen einfach nur die Straße folgen hier. Huch. Gehen wir nach Norden. Bin ich mal gespannt. Ja, es lädt. Geralt, da ist er ja. Hallo, ihr da. Ihr solltet euch in Acht nehmen, wenn ihr hier unterwegs seid. Ist eine gefährliche Gegend heutzutage. Hört auf den alten Geralt. Seid ihr Geralt? Euer Sohn erzählte von euch. Hört er das? Er ist ein feiner Kerl, wirklich. Denn seid ihr nämlich an ein Abenteurer oder so etwas in der Art, der uns möglicherweise helfen kann? Das schien er zu glauben, ja. Die Aufgabe ist für jeden gefährlich, Bursche. Aber er hat mich Bursche genannt, jetzt muss er sterben. Aber es könnte sich lohnen. Ich werde erzählen, worum es geht, falls der Junge es nicht getan haben sollte. Bei den Hügeln hier in der Gegend leben nur alle alle nur erdenklichen Kreaturen. Grottenschrate, Goblins und was weiß ich noch alles. Normalerweise machen sie uns keine Probleme, doch seit Lusken die Gegend nicht mehr kontrolliert, sind sie ganz schön aufmüpfig geworden. Seit Wochen schon überfallen sie jeden, der durch diese Gegend kommt, aber auch den Hof haben sie ein paar Mal angegriffen. Dabei haben sie meine Frau entführt. Ich glaube, Alter, kriegen wir viel. Ich glaube, dieser Dergiab ist an allem schuld. Der verdammte Oger ist bald fällig, so oder so. Das schwöre ich. Wer ist dieser Dergiab? Dergiab ist ein Oger, Margus. Ein echter kleiner Schlaumeier, der sich in den Kopf gesetzt hat, er sei genau der richtige Anführer für die ganzen anderen Monster. Wie er drauf kommt, ist mir schleierhaft, aber anscheinend hat er eine Armee aufgestellt. Was er damit vorhaben könnte, macht mir schon ein bisschen Angst. Ich habe meinem alten Freund Aren Gent eine Warnung zukommen lassen. Aber gehört habe ich nichts von ihm. Wind wird wohl Wichtiges auf den Zettel haben im Moment, aber wenn man sich so umschaut, ich kann gar nicht mehr lesen. Was soll denn der Scheiß? Ihr kennt Aren Gent? Allerdings, wir sind alte Freunde. Ihr glaubt wohl, ich war mein Leben lang Bauer? Ha! Wir werden ruhig mit der Zeit, ja. Wir werden ruhiger mit der Zeit, Bursche. Er hat mich schon wieder Bursche genannt, jetzt muss er geköpft werden. Früher, da war ich, oh Gott, jetzt beginnt das schon wieder. Da war ich einfach in diese Höhlenmaschine und hätte Lea selber gesucht. Lea ist. Ich glaube, wir sind hier im falschen Film. Es ist Star Wars und ich, Neverwinter Nights. Wünschte, ich könnte das noch tun. Jetzt muss ich warten, dass ein jüngerer Abenteuer das für mich tut. Vielleicht kann ich euch helfen. Vielleicht könntet ihr das. Ich kann euch bezahlen, wenn es das ist, worauf ihr da aus seid. Aber ich warne euch. Es haben sich schon andere Abenteurer in den Hügeln aufgemacht. Es waren schon andere da? Ja, ein paar hier sind durchgekommen und sind in den Hügel gezogen, um nach den Kreaturen zu suchen. Ist aber keiner zurückgekommen, fürchte ich. Wie sieht die Bezahlung aus? Ehrlich gesagt, viel ist aus meinen Abenteuertagen nicht geblieben. Aber ich würde euch gern mein restliches Gold geben, wenn ihr herausfindet, was mit meiner Frau geschehen ist. Oder besser noch, sie zurückbringt. Auch für der Gerbs Kopf würde ich euch ein Gold bieten, damit wir endlich Ruhe vor ihm haben. Ich weiß, es ist nicht viel, aber sicher hat der Gerb einen Haufen Beute zusammengetragen. Ja, ich denke mal, das können wir dann auch als Bezahlung annehmen. Ich werde mich darum kümmern, sobald ich kann. Ich wäre euch sehr dankbar. Findet meine Frau oder bringt mir den Beweis darüber, was ihr zugestoßen ist. Und bringt mir der Gerbs Kopf, wenn ihr könnt. Ihr würdet mir einen großen Dienst erweisen. Sie haben mir gesagt, dass ihr recht gewöhnlich aussieht. Aber ihr seid der Held von Niewinter. Das steht fest. Wer sagt das? Hä? Ach, da ist einer.
Huch, wo kommt der denn her? Wer sind Sie? Was? Nur die Leute beim Gasthaus. Was genau, wollt ihr von mir? Nun, ich möchte zunächst sicher sein, dass ihr der seid, für den ich euch halte. Ich möchte schließlich keinen Fehler machen. Worum geht's eigentlich? Tut mir leid, ich wollte einfach sicher sein, dass ihr es tatsächlich seid. Oh, mein Handy macht. Mein Handy ist ausgegangen. Upsi. Warte mal, ich muss mein Handy mal eben anschließen. Warte mal, gucken, was passiert an der... Aber durch den Akkutod geht es einfach aus. Und zeigt auch gar nichts mehr an. Okay, doch, jetzt tut es. Jetzt lädt es auf. Aber es ist einfach ausgegangen. Ja, gut. Ich möchte euch danken. Meine Familie wohnt in Niewinter und ihr habt das Leben gerettet, indem ihr die Pest geheilt habt. Ich möchte euch das Zeichen meiner Dankbarkeit, diesen Ring, geben. Schön. Ich schätze, er wird einen guten Preis bringen. Oh nein. Verkauft ihn nicht, Tridor. Ich weiß nicht, ob der Ring magisch ist, aber er hat mir immer Glück gebracht. Puff. Ich hoffe, dass er es euch Glück bringen wird. Aus diesem Grund wollte ich ihn euch geben. Also nehmt ihn und nutzt ihn weise. Wir haben etwas geschenkt bekommen. Warum? Was ist das? Solomons Ring. Dieser Ring wird euch von Solomon, einem merkwürdig aussehenden Halbling, geschenkt, der euch den Ring als Geschenk für seinen Helden von Nibet überreicht. Aha. Ein Ring ohne Zauber. Ah, okay. Entwert es. Puh. Wir kriegen einen Ring geschenkt. Ist es denn zu fassen? Oh, eine Truhe. Ja. Kann ich irgendwie. Hat sie erledigt. Nein. Nur aufschließen. Allerdings. 6 Gold, okay, lassen wir drin. Denn, wobei, das Geld können wir gebrauchen, ne? Huhn! Ein Hund. Aha. Komische Viecher hat's hier. Gut, hier kann man, glaube ich, auch entlang. Wir müssen sogar denn den Weg hier hoch. Da. Ich weiß nicht, ob es da auch noch was gibt. Ein Schreckenswolf. Hey, du hast eine Armbrust, schieß drauf. Du hast eine Armbrust, schieß drauf. Was macht Scheiben eigentlich? Wirkt unbekannten Zauber. Sie hat anscheinend Probleme. Das habe ich selbst gelöst. Sharvin hat Probleme mit Zauber zu wirken. Das war schon mal Fail Nummer 1. Gut. Macht nichts, gehen wir weiter. Hey, 36 Angriffspunkte. Schön. So, schauen wir uns hier. Ist eigentlich recht schön hier, muss ich sagen. Schauen wir uns hier mal um. Alles schön aufdecken. Ein Eber. Wow. Alter, wie viel Zauber hast du bitte? Otano Fotikimar. Alter Schwede, die zaubert die Dinge dreimal aus dem Hut. Respekt. Goblin-Elitekämpfer und Bogenschützen. Viele Abenteuer sehen den Goblins nicht mehr als eine Belästigung. Wenn man jedoch nicht aufpasst, können sie rasant vermehren und so für die zivilisierten Gebiete zu einer enormen Bedrohung werden. Aha. Und Bogenschützen? Hallo?
Ja, und schon haben sie mich gesehen. Okay, für den Anfang Segen. Wo ist meine Spinne? Aua. Bring ihn um. Oh, er hat schon Angst, das ist schön. Ich glaube, sie hat Furcht gewirkt. Alter, was zaubert die denn alles auf ihn? Stärke verringert, vergiftet, Rettungswurf gesenkt, Schaden gesenkt, Angriffswerte gesenkt, Bewegungsrate gesenkt, benommen. Der hat heute einen sehr schlechten Tag. Otano vor Digima. Wow, zwei, drei gewonnen hätte. Schön. Ja, sie weckt Furcht. Meine Spinne vergiftet ihren schön. Also, das hat sich doch gelohnt. Hey, leichte Wunden heilen. Immer gern gesehen. Abfall. Ich sehe auch eine Truhe von hier aus. Ach, das ist keine Truhe. Schade. Die Überreste habe ich aber gesehen. Schleuderkugeln. Leck mich. Wer will denn schon Schleuderkugeln haben? Da ist eine Höhle. Ich gehe mal rein. Ich habe gespeichert. Passiert also nichts. Ibo Soleno Somatka. Oh, eine Falle. Schaben! Du kannst Fallen umgehen. Kannst du doch, oder? Für die gerechte Sache! Schaben. Ja, oder nicht? Mein Glaube verhelfe mir zum Sieg. Huch. Oh, die schaffen doch einiges, muss ich sagen. Die Falle hat die Spinne ganz schön beschädigt. Kann ich da... Oh. Oh, oh, ein Schamane. Da mach ich mal einen Hammer der Götter oben drauf. Nein, bleib doch stehen. Aber dann mach ich dann hier. Ich habe nur daneben geschossen. Warum? Ach, ich habe meinen Weißheitsbuff vergessen. Ganz klar. Die haben nur Schleuderkugeln dabei. Eine Goldmünze. Ich bin reich. Meine Spinne kriegt Dings. Und ein bisschen Heilung kriegt die auch. So. Das müsste eigentlich reichen. Halt jedes Mal weniger. Halt tatsächlich jedes Mal weniger. 10, 8, 6, 4. Toll. Huch. Wo kommt der denn her? Eigentlich nicht so die sinnvollste Kombination aus mit fern Nahkampf. Oh Gott. Habe ich voll auf meine Spinne geballert, aber ist aus Reflex. Ne, wie gesagt, ist also nicht unbedingt die beste Taktik mit fern Kampfangriff. Aber es geht eigentlich. Denke schon. Nein, Schaven kann das öffnen. Jo. Ja, schon ganz gut, wenn wir eine schwere Wunden haben. So, nochmal speichern. Gucken, vielleicht habe ich noch gleich ein Gebet raus, wenn es eng wird. Das war ein Schwein.
Das ist aber ein Schreckenswolf. Geh ruhig an mich vorbei, ich bin nicht da. Sarufago. Oh, Schamit frisst ganz schön Schaden. Gebet wäre echt unablässig gewesen. Wow! Schamit, du kannst mit Fun umgehen. Oder? Ja, schieß drauf. So ist recht. Verflixt. Ja, oder... Ja, machen wir es halt so. So können wir es auch öffnen. Ein Crit. Huch. Ein kritisch Wunden heilen. Okay, dann raste ich mal. Kann ich nicht. Oh shit. Ich bin in einen neuen Raum gegangen. Ups. Ah, sie heilt sich selbst, okay. Müssen wir wahrscheinlich auch gleich. Ihr seid verloren! Das sind zu viele. So, ich mache nochmal ein Gebet drauf. Weil die alle gebufft wurden. Von dem da hinten. Aber nochmal einen reinhauen hier. Das werden immer mehr. Sterb. Für die gerechte Sache. Oh, hau dir doch einfach tot hier. Ja, schön vergiftet. Der Schamane nervt, ehrlich gesagt. Der heilt sich immer selbst. So, jetzt sollen wir uns auch endlich mal heilen können, bald. Rindenhaut. Bindenhaut. Okay, ich versuche mal zu rasten. Sind immer noch Feinde in der Nähe. Ich will mal hier oben entlang. Lalalala, Feinde in der Nähe. Ich habe gar keinen Angriffszauber mehr, deswegen... Ah, hier geht's. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, geht's dann weiter. Bis dann, bye bye.